Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Quitterkauf, dem Angezockt, was wir hier gerade machen. Mal gucken, wie lange es gehen wird, aber ich bin gerade noch voll gehypt von dem Spiel. Wir sollen mit Copperbottom reden, der uns hier ganz energisch zuwinkt. Ah, Grüßungsmodus aktiviert. Ah, schön, dich wiederzusehen, Fleischperson Lenfir. This unit is pleased to see you have not expired since our last... Es ist schön, diese Unit findet schön zu sehen, dass du nichts gelernt hast seit unserer letzten Begegnung. Ja, this unit is experiencing difficulties. Someone has stacked this wooden barricade against the workshop in a most illogical fashion. This unit is unable to effect repairs on the workshop until these barricades have been removed. Also wir müssen da den ganzen Schrott wegmachen, damit er den Workshop wieder zum Laufen bringen kann. Cream Mode activated. Perhaps Meat Person Land, we could assist this unit in the removal of these obstacles. Ja. Meat Persons have soft fleshy hands that are ill suited for shopping cart wooden structures. If you attempt to chop a wood with fleshly hands, they will probably fall off. Aber brauche ich dazu nicht eine Axt? This unit will supply Lenfir with knowledge on how to form an artificial shopping limb. Genau. Use the shopping tool to shop this barricade's blocking access to the workshop. Dann her damit. Warning mode. Use the tool responsibly and do not fall under the temptation to shop your fellow citizens. This will void the warranty. Once Lenfir has completed the barricade removal, this unit will be able to examine the workshop in closer detail. Okay, wenn wir das alles geschafft haben, die Leute hier nicht mit der Axt klein gehauen haben, dann... Huch. Ja, Basis-Axt. Sehr schön. Basic-Axt, meine ich. So, wenn wir das geschafft haben und alles weggeräumt haben, kann der Workshop wieder da sein. Sehr gut. So, dann... Die Axt. Was? Oh, wir haben schon alles dafür da. Sehr gut. Gut, dass ich jeden Scheiß eingesammelt habe in der letzten Folge. Sehr schön. Ist jetzt auf Platz 3? Ja. Na denn? Weg mit dem Mist. Kann das ja auch weg? Tatsächlich. Alles weg. Mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe die Musik schon wieder zu laut gemacht. Ich habe heute ein bisschen rumgespielt. Das war, glaube ich, zu viel des Guten. Moment. Mal so vielleicht. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel. Hier brauche ich eine Schaufel, die habe ich nicht. Puh, das wird eine Weile dauern, bis wir die ganze Insel hier hübsch gemacht haben, glaube ich. Wie gesagt, wenn jetzt noch irgendwelche Fehler oder so sein sollten, wenn euch da irgendwas auffällt, es ist Early Access immer noch. Wir sind noch nicht fertig hier an der Stelle. Na, weg damit. Das dann nehme ich auch mit. Ah, guck mal, bald können wir eine kleine Kiste machen. Sehr schön. Kann ich hier schon? Ja, okay. Können wir auseinanderschrauben. Barrel können wir bald machen, okay. Das finde ich halt auch mega cool, dass wir so ganz viele Sachen sammeln und damit immer mehr die Blueprints da langsam quasi freischalten. Und dass wir das auch so sehen können, den Prozess. Das finde ich ganz nett gemacht. Ja, das haben wir halt wie gesagt noch nicht. Wooden Barricades Around Workshop. Aber ich... Ah, hier. Das sollten wir eigentlich wegmachen. Egal. Wir müssen ja eh irgendwann alles wegmachen. Da kommen wir ja nicht drum rum. Das ist ja Ziel des Spiels hier. Ich glaube, da hinten ist nichts mehr. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Explanation Mode. A functional workshop is necessary to perform repairs on the rest of the town structures. Gut. Most of the repairs to the workshop have been completed, but additional resources are needed in order to finish construction. Request mode. This unit requires your assistance in procuring the missing resources. Ja, hol ich. Unfortunately, some of the necessary resources are located under the... Ach, water. Your meat skin is impervious to... Trust, so collecting what is needed should pose little issue for you. Unless you run out of air, that will expire. This unit recommends you avoid that.
Also, du kannst zwar schwimmen, aber wenn die Luft ausgeht, weil du unter Wasser bist, naja, das solltest du vielleicht vermeiden. A container will be provided to deposit the supplies needed to repair the workshop. Please place what supplies you find within that container. Ja, machen wir. Und wo finde ich die jetzt? Hat auch gerade schon gesagt. Wood and stone. Okay, finden wir am Boden. Because the landfair has no means of scanning their surrounding area for resources. The unit will help landfair compensate for this obvious oversight and design. Gott, ist das gut. Landfair should acquire resource finder knowledge. Tool that scans nearby areas and displays resources on meat person's map. Okay, wir brauchen einen Ressourcenfinder. This unit will direct Landfair to a sunken workshop nearby with the information required. This unit has provided Landfair with the location of this workshop. Farewell mode. This interaction is now complete. Gut, wir sind fertig. Hier steht jetzt, was wir alles reingeben müssen. Das haben wir schon. Haben wir auch schon. Wir haben alles schon gesammelt. Mensch, wir sind so gut. Sind wir nicht fantastisch? Wir sind eine sehr nützliche Fleischperson, würde ich sagen. Kann man nicht anders sagen, oder? So, okay, der baut hier jetzt noch rum. You'll wave me down when it's ready. Okay. Ja. Was macht ihr jetzt hier so? Holy whiskers. Was, heilige Schnurrhaare? You're looking completely naked, Landfair. You've been working so hard for all of us that you've forgotten to take care of yourself. Maybe you should get yourself something to eat and some rest. I don't know about you, but I always feel better if I get myself some nice grilled meat. It's also so simple to make. Okay, gegrilltes Fleisch. So first thing I do is plop down a campfire. Können wir? Then just toss in a drumstick stalk and wait for it to roast up nicely. Just thinking about it is making my mouth water. But if grilled meat isn't your thing, you can try putting anything you want into it. The fun thing about cooking is just trying to figure out new recipes. After eating something, you should get some sleep. You have a bed in your home for a reason, Landfair. Use it. Next time I see you, I hope you aren't looking so tired. You've got to take a better care of yourself. Okay, also wir sollen uns besser um uns kümmern. Und wir sollen jetzt einfach mal ein Lagerfeuer irgendwo machen und ja, uns da was Leckeres zu essen grillen. Das würde ich ehrlich gesagt gerne am Strand machen. Komm, wir gehen mal zum Strand. Stellen uns da ein nettes Campfire auf. Ich finde es cool, dass die Leute zu uns kommen und mit uns reden wollen. Das ist irgendwie voll süß. So, hier packe ich mir jetzt ein Campfire hin. Jetzt wird es ja auch langsam duster. Da. Hä? Okay. Interessant. Hier geht's. Im Schatten geht's, aber im Hellen nicht. Na gut. So, da muss jetzt auch was rein, okay? Wenn ich da jetzt das hier reinpacke. Aber ich habe gar nichts, was ich zu essen reinpacken kann, ne? Beeren. So, probieren wir das mal. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet, ehrlich gesagt, aber gut. Oh, wir haben Marmelade gemacht. Ja, Kinder, so stellt man Marmelade her. Genau so funktioniert das. Hier lernt ihr noch richtig was. So, wir haben mal gegessen. Haben wir das mal gemacht. Hätten wir, glaube ich, gar nicht machen müssen, aber haben wir jetzt halt. So, was will die denn? Hey, Landfair, you're just who I was hoping to run into. Okay, dich wollte ich sehen. Du hast mich aber anders begrüßt hier. I found something unusual on the beach and immediately thought of you. Also habe an dich gedacht, weil ich was Komisches gefunden habe. Eine Flasche. Okay, und da ist irgendwas drin. And there's no way I'm touching that thing. Who knows where it's been. You're always scrunching around, touching everything with your dirty little hands. Du rennst auch immer überall rum und touchst alles an mit deinen kleinen dreckigen Händen. Also dachte ich, dass du das doch machen könntest. Follow me and I show you right where it is. And don't lollygag. I've better things to do with my day than wait for you. Like whatever. Also alles, was ich heute tun kann, ist besser als auf dich zu warten. So, dann zeig doch mal. Aha.
Ein X markiert eine Stelle. Okay. Wow. Das ist eine Schatzkarte. I bet if you fall it, you find something cool. That's how treasure maps work, you know? You just find where the X marks a spot and dig. Super simple. Like so simple, even you can do it. You're going to need something to dig with. So, don't look at me. Do I look like I'm made of shovels or something? Ah, go try anchor. There's probably no one on this whole island who's dug up more treasure than that old shark. I bet he's got a trunk full of shovels you can use. Well, I did my good deed for the day. Time for me to leave you to your rooting round in the dirt. Later, Champus. Okay. Also. Wir sollen uns eine Schaufel besorgen. Hast du eine Schaufel? Ahoi, Captain Lenfear. What can old anchor be doing for you? Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Eine Schatzkarte, ja? Best be handing it over before old anchor goes into a feeding frenzy and tears you to shreds. Haha. There just be a little shark pirate humor for you. Anchor's lush wedding days are long past. So you found yourself a treasure map, did ya? Anchor knows a thing or two about treasure maps. Just find where X marks a spot and dig it up, all simple like. Ja, das habe ich mir gedacht, aber ich brauche eine Schaufel. Oh, so you found a treasure map and got nothing to dig with it, huh? Anchor has found himself in that very situation more times than teeth in me own head. In my... okay. Fortunately for you, Anchor just so happens to be an expert on making new shovels out of the bits and bobs you can be finding all over. Here, let me share my shovel building knowledge with you. After all, we can have you on your hands and knees scooping out sand in a desperate attempt to get a treasure. It'd be undignified. So, wir kriegen einen Blueprint für die Schaufel. Now to be taken care of. Good luck to you. Ja, wir werden was finden, denke ich. Okay. Dann haben wir zufällig alles da oder nicht so? Jetzt haben wir wirklich viel gebaut. Ja, Pech haben wir diesmal nichts mehr. Nö, wir haben alles. Wunderbar. Aber ich würde vielleicht jetzt mal schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, so ewig wach zu sein. Ich gehe mal schlafen. Das machen wir am nächsten Tag. Oh, schön, wir haben sogar Licht an bei uns. Sehr schön. Und gute Nacht. Bis zum Morgen, würde ich sagen. Morgen. Ja, guten Morgen. Kann ich ja eigentlich mal irgendwas einfach hinlegen? Wir sind langsam ein bisschen voll hier. Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich nehme mal alles mit. Und dann werden wir mal zu dem X gehen. Huch, hier nicht. Ich hoffe, ich komme hier lang. Ja. Ich glaube, irgendwo da müsste es gleich sein. Moment, ich gucke nochmal. War das da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Mal die Schaufel hier in der Hand nehmen. Ah, ja gut. Das ist nicht sehr schwer zu finden. Sehr schön. Oh, Blueprint. Cooking Station, ja geil. Da bin ich immer für zu haben. Ist aber nicht hier drin. Okay. So, das haben wir geschafft. Jetzt nochmal gucken. Ich glaube, ich war zu früh. Nee, ist aber immer noch nicht da. A clean work. Workplace. Huch! Oh, das ist ja süß. Was lerne ich hier? Oh, wie cool. Furniture Worktable, ja geil. Sehr cool. Was kriege ich hier? Steine. Okay. Nimm mal hier noch ein paar Sachen einfach mal mit. Das hier hätte ich auch gerne, weil wir das noch nicht eingesammelt haben. Quarz. Okay.
Man muss übrigens nicht E drücken. Man kann auch einfach die linke Maustaste drücken und das Werkzeug muss man auch nicht wechseln, denn sie nimmt tatsächlich sofort das Werkzeug, das man haben will. Also ich muss hier nicht zwischen Axt, Schaufel und so hin und her switchen, das macht sie tatsächlich ganz alleine, je nach Werkzeug, was da ist. So, jetzt bin ich mir aber nicht sicher. A clean workplace. Was genau ist die Aufgabe jetzt? Warte mal, hier ist übrigens das Board. Quiddercove is now almost rat-free, says local harbor master. Rats were a serious problem in the past. But thanks to a passing cheese barge, they have almost entirely left the area. Okay. Also hier gab es mal Ratten, die sind jetzt aber weg. Menards is a perfect one-stop-shop for all your shopping needs. Okay. Ich lese mal jetzt nicht alles. Wir wollen ja noch ein bisschen was sehen. Just checking to see if you were paying any attention to me when I told you to check the bulletin board. Well done. Okay. Okay. So, sonst ist hier leider noch nichts. Renat, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Jetzt glaube ich nichts, was wir brauchen. Ich kann, glaube ich, Sachen verkaufen, ne, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie. Ah, von hier aus. Guck mal, jetzt könnte ich hier nämlich auch Schrott verkaufen, aber ich weiß ja noch gar nicht, was wir vielleicht brauchen. Deswegen tun wir das jetzt nicht. A clean workplace. Ach so, vielleicht da hinten wieder? Warte mal. Wir gucken mal, wie es hier aussieht. Irgendwas machen. This unit is very pleased to announce it has complete repairs on the workshop. Okay. Please experience patience while this unit removes the scaffolding and opens the workshop to meet person use. Farewell mode. This unit offers thanks for the assistance on the completion of this task. Okay, ist fertig. Sehr schön. Grafikstil muss ich auch ein bisschen an Borderlines denken, also wenn ich gerade hier so das Haus sehe. So. Kann ich dir helfen? Congratulation Mode. Now that the workshop is functioning, it will be necessary to outfit with all of the crafting stations needed to process raw materials into usable materials. Okay, an engineering work table comes standard in all autonomous worker unit build workshops and comes preloaded with several important blueprints. Please take a moment to familiarize yourself with its operation. Also ich soll mich damit vertraut machen. The first task that needs to be accomplished in order to have a fully functioning workshop is to craft and place a simple forge. It's used to refine raw methods into more usable forms. Those refined methods will be important for construction of other craft stations and growth of the town. The engineering work table has all the information necessary for the construction of a simple forge. This unit believes that meat person landfill will have no trouble completing the assignment. The only difficulty this unit can detect is the finding of the required furnace. Landfill will need to complete the blueprint. It is suggested that landfill search works near the coast of Critical. Okay. Woodwex often use furnace as part of their propulsion systems. This unit assumes that you will be able to find what is needed by searching those areas for salvage. This unit will be waiting for landfill to complete. Okay. Also, wir müssen. Eigentlich bauen wir eine Schmelze, um rohe Materialien in naja, nützlichere Materialien umzuwandeln. Allerdings brauchen wir für die Schmelze schon einen Ofen. Also Furnace. Und das finden wir in Schiffwracks. Okay. Na, dann werden wir auch gleich mal schauen. Ich mache hier nur mal ein bisschen sauber. Das sieht ja schrecklich aus hier. Das kann ich nicht mit ansehen. Hier, der ganze Müll kommt raus. So, habe ich jetzt alles? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, und hier? Ja, das hier nämlich wollen wir bauen. Und dann brauchen wir auch nochmal einen Campfire. Und hier ist der Furnace, okay. Puh. Da brauchen wir einige Campfire, okay.
Pot. Eine Ölkanne können wir machen. Okay. Wenn ich sowieso schon Campfire brauche, können wir ja so einen schon mal herstellen, theoretisch. Dann müssen wir nur noch den Ofen finden. Huch! Oh Gott, ich wollte eigentlich gerade springen, aber es ging nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gerade. Was das hier ist. Ach so, gar nichts. Wir können das überall machen. Ich verstehe. Schiffwracks. Finde ich denn da mal eben eins? Das sind irgendwelche Stühle. Okay, das sind Stühle. Sehr seltsam aussehende Pflanzen, denen ich nicht zu nahe kommen will, ehrlich gesagt. Hier ist auch ein sehr schönes Zelt. Ganz ehrlich, ich würde eigentlich am liebsten einfach an so einem Zelt hier wohnen. Sammy. Ja, das ist Sammys Zelt. Ich finde hier eigentlich ganz nett. Das Holz. Ich mach mal weg. Sieht ja furchtbar aus. Hier kriege ich nicht zufällig ein Furnace raus. Oh, da ist ein Shipwreck. Oh. Simple Motor. Okay, nicht ganz das, was wir gesucht haben, aber trotzdem cool. Das hier sieht doch eigentlich aus wie ein Furnace. Ja. Okay, wir haben es gefunden. Wir haben es. Dann. Ah nee, muss ich ja da machen. Okay. Hui. Nein! Oh Gott, nicht auseinandernehmen, bitte. So. Oh, Steine brauche ich noch. Okay. Steine. Gehe ich hier Steine raus? Das sieht so ein bisschen so aus, ne? Wie Steine, Holz. Ja, sogar genug. So, eine Schmelze, bitte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Halt. Okay. Ich würde das einfach, glaube ich, direkt hier hinstellen. Warum rotatest du nicht? Jetzt. Mal kurz gucken, wie rum ist denn das so, ne? So. Cool. So, wir reden erstmal Copper Bottom. Congratulations, Mode. This unit has detected that Lanfear has completed the task of placing a simple forge in the workshop area. Performance tests are needed to determine if simple forge is functioning correctly. Please proceed to use the machine to create one metal bar. It takes a short period of time to forge raw materials into refined ones. So Lanfear will need to initiate a patient's protocol while waiting for it to be completed. Please let this unit know when the testing of the simple forge is complete. Okay, dann testen wir mal. Das hier sollen wir machen. Ich mach gleich mehr, denke ich. Mama. Ach komm, was soll's? Alle sieben. So, das dauert 2 Minuten. Ach, wie cool ist das denn? Es regnet. Oh, das ist ja mega cool. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe damit nicht gerechnet. Und das ist ja mega. Guck mal da oben, die Vögel und jetzt die Blitze hier. Wow. Nur die Musik, finde ich, könnte sich jetzt auch ein bisschen an das Unwetter anpassen. Nur so ein bisschen vielleicht. Die ist ein bisschen zu fröhlich für so ein Unwetter, finde ich. Aber gut. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. Ich finde das Spiel total cool. Warum habe ich denn gesagt, dass wir einen angezockt machen? Ich hätte einfach sagen sollen, wir machen jetzt hier ein lebenslanges Let's Play draus. Ja. Aber wer hat die Zeit dafür? Wer hat die Zeit? Wir warten jetzt noch, bis die Forge da fertig ist. Dauert ja ein paar Minütchen. Ich gucke gerade auf meine Uhr nebenbei. Huch, was war das? Grascutter Engine. Oh, okay. Mal gucken, was wir damit so machen können. So, hier sieht es doch jetzt schon viel besser aus, oder? Ach, hier noch ein bisschen. Komm, das machen wir noch weg und dann gucken wir mal. Dann sollte eigentlich die Forge da auch schon fertig sein. Hallo. Okay, hier hat sie gerade irgendwie. Kommt sie nicht hinterher, oder? Macht sie nicht. Bin ich voll? Nee, bin ich nicht. Warum macht sie das nicht?
Haben wir ein Gewicht, was wir nur tragen können? Bin ich gerade langsamer geworden? Ich glaube, ich bin tatsächlich langsamer. Ha. Aber es dauert hier noch eine Minute. Ich kann keine Kiste machen, ne? Sonst hätte ich hier mal eben eine Kiste hingezimmert. Nee, kann ich nicht. Okay. Ich glaube, wir sind tatsächlich einfach voll. Ich gehe mal kurz nach Hause und lager da mal ein bisschen was. Aber ich habe auch das Gefühl, unsere Figur ist, unser Charakter hier ist langsamer. So, was können wir da mal weghauen? Ich glaube, die muss ich nicht mit mir rumschleppen, oder? Die Karte vielleicht werden schon, aber sonst. Ja, das ist auch sehr viel Zeug, was wir hier haben. Ich weiß aber nicht, was wir davon brauchen, ehrlich gesagt. Ich mache mal so eine Sachen hier einfach mal rein. Die ein bisschen größer sind. Ich habe keine Ahnung, ob die an sich Gewicht haben. Ja, ich pack mal hier weg. Na, die behalte ich, glaube ich. Vielleicht brauchen wir die jetzt so. Ich mach mal so. Und nun bin ich jetzt schneller? Nee, schneller bin ich, glaube ich, nicht. Naja. Kann ich jetzt wieder? Ich probiere mal. Ach, wir haben keine Energie mehr. Ich sehe es. Sag doch was. Ich kann sogar die Gem hinstellen, ne? Ach, das ist ja cool. Können wir auf den Tisch stellen bei uns. Deswegen ging das nicht. Mensch, wir waren nicht voll. Habe ich nicht drauf geachtet, dass wir hier so einen Balken haben mit Ausdauer. Deswegen waren wir auch so langsam. So, pick up. Hab. So, it appears the simple forge is operating with an acceptable parameters. We must now work on the next crafting machine. Unfortunately, the blueprint for the fabricator is missing from the engineer's work table's dataset. Therefore, it will be up to Lenfear to discover the missing information. Okay. This unit was attempting to record a diagram in an underwater cave when Lenfear found it rusted on the shore a short while back. This unit did not factor that water is wretched and evil. Exposure to it prohibits this unit from performing basic functions. It also voids this unit's warranty. This unit believes that the diagram contains a missing instruction on how to construct a fabricator. A fabricator is vital for a functioning workshop. Without one, it will not be possible to repair any other structures in town. Also wir brauchen unbedingt einen Fabrikator. This unit understands that meat persons come equipped with a waterproof covering called skin. Ja. Please swim under the water and into the cave entrance located towards the rear of the sunken vessel. Niemand mag Unterwasserlevel. This unit believes that your meat skin will protect Lenfear from the dangerous rusting effects of water. However, this unit recommends that you do not run out of oxygen. If you do so, you will perish. It is advisable that you do not lose it. Ja, also wir werden zwar nicht rosten, aber wir können ertrinken. Once Lenfear has recovered the missing fabricator blueprint, craft and place it within the workshop area. Goodbye. Ja, gut. Ich hasse Unterwassertauchen. Vor allem, wenn man ersticken kann. Also ertrinken kann. Mäh. Ich will nicht. Oh. Hier laufe ich, glaube ich, gerade falsch. Der Pfeil zeigt woanders hin. Ach, guck mal. Hier sieht man schon, was die ganzen Sachen hier für Shops sind irgendwann mal. Ach, wie cool. Was ist denn das hier eigentlich? Also irgendwas wird uns hier angezeigt, dass wir da scheinbar irgendwelche was... Ah, is our ship to sail on the resource finder and missing blueprint. Okay, das zeigt das also an. Ein bisschen oversized. Naja. Ja, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Eigentlich müssen wir schon wieder Schluss machen. Find the missing fabricator blueprint in Underwater Cave. Aber... Wartet mal. Wie komme ich denn da hoch? Ich wollte dem hier folgen. Warte mal, ist das da? Wir gucken mal kurz. Wir machen, glaube ich, noch nicht, aber ich will schon mal gucken, wo theoretisch... Ah, da, ne? Okay, aber das müssen wir dann echt in der nächsten Folge machen. Oh Gott, wir werden hier niemals aufhören. Habe ich angezockt gesagt? Das macht echt Spaß. Ich würde ja gerne aufhören wegen Sendeplätzen und so, aber es macht halt wirklich Spaß. Ja, was soll man da machen? Also Leute, bis zur nächsten Folge.
Schön, dass ihr dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich sag mal immer noch angezockt. Schauen wir mal. Aber jetzt aktueller Stand ist immer noch bis zur nächsten Folge dieses Angezockts. Also, bye, bye.